Hallo und willkommen zu einer neuen Let's Play-Runde. Dieses Mal schauen wir uns Immortal Redneck an. Und ja, das Spiel habe ich auch schon, wie man hier sehen kann. Ne, das ist der falsche Slot. Ist ein bisschen umständlich, das zu wechseln. Das habe ich auch quasi gerade erst gesehen. Aber ja, hier kann man jetzt sehen, ich habe schon 8 Stunden gespielt. Aber ich hatte noch nichts davon auf YouTube gesetzt. Oder ich habe das da hochgeladen, aber nicht freigeschaltet, weil ich mir gedacht habe, es ist schon extrem eintönig, sich das anzugucken, weil ich etwas dumm auch geskillt habe, was dazu führt, dass ich viel des Spielinhalts wiederholt gemacht habe. Das war jetzt ein bisschen monoton zu spielen, sage ich mal, aber extrem, das dürfte extrem monoton sein, sich das anzugucken. Und deshalb mache ich das jetzt etwas anders und versuche gleichzeitig auch einfach noch ein Achievement zu bekommen. Dazu sollte ich aber jetzt erstmal erzählen, was das überhaupt für ein Spiel ist. Also, Immortal Redneck ist quasi ein Roguelike-Shooter. Das heißt, wir spielen hier einen eine Redneck-Mumie, gehen in so eine Pyramide rein oder starten in der Pyramide, ja, wir gehen in die Pyramide rein, metzeln da Sachen um, bis wir sterben und das Geld, was wir dann eingesammelt haben, können wir dann verwenden, um unseren Charakter auszubauen. Und das macht man dann halt, bis man alles umgelegt hat. Ich glaube, in jeder Pyramide ist ein Zwischenboss und ein Endboss. Und man kann jetzt schon sehen, innerhalb von 8 Stunden knapp habe ich noch nicht mal den Endboss besiegt. Einmal, weil ich nicht der allergrößte Shooter-Held bin. Ich war wahrscheinlich auch zum Ende hin etwas übermüdet. Ich glaube, ich habe sogar die 8 Stunden alle in einem Stück gespielt. Da war auf jeden Fall dann etwas die Puste raus am Ende. Wie dem auch sei. Ja, und wie gesagt, das wird, glaube ich, weil das hier quasi immer dieselben paar Level waren, dürfte das zu gucken absolut öde sein. Wir machen also jetzt mal ein neues Spiel auf und dann kann ich nämlich auch direkt alles erzählen, was ich bei meiner ersten Aufnahme dann auch so ein bisschen falsch erklärt habe oder nicht wusste. Wie beispielsweise, normalerweise, wenn man das Spiel startet, dann landet man erstmal hier, dann klickt man eine Taste, spielt und dann hat man halt hier nur diesen einen Slot. Und da wusste ich auch nicht, dass wie man das resetten kann. Und da bin ich hingegangen und habe das Spiel gelöscht und alles, was dazugehört, die Cloud-Saves ausgemacht. Und dann gesehen, ja, man kann hier, wenn man im Hauptmenü ist, ja, dann kann man Escape drücken, dann ist man im Startbildschirm. Dann kann man nochmal Escape drücken und dann kann man den Slot auswählen. Darauf muss man auch erstmal kommen. Und hiermit kann man dann auch das Intro gucken, wenn man diesen Slot löscht. Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall hier mit dem zweiten Slot, also ein neues Spiel, anfangen. Und dann werden wir hier mal ja, mit dem Intro loslegen. Also, auf geht's. Wir wählen. Leertaste. Habe ich das gewählt? Anscheinend schon. Drücke eine Taste. Spielen. So, neues Spiel. Und damit sollten wir jetzt... Nein, das hat nicht funktioniert. Wir sind in Dings gelandet. Dann wähle ich jetzt einfach mal... Vermutlich hätte ich dann da eine Minute oder sowas spielen müssen. Jetzt habe ich hier 8, okay. Wenn wir jetzt hier wieder rausgehen... Wieso steht denn hier immer noch 0? Entfernen. Ja, löschen. Wenn ich das jetzt nochmal wähle. Wählen. Wählen. Spielen. Neues Spiel. Aber es sieht nicht danach aus, als wenn wir das Intro nochmal bekommen würden. Wir kommen nur in das... Dingens rein. Dann machen wir mal Slot 3. Wählen. Und dann kriegen wir das Intro. Ja. You all probably wondering how I got mixed up in this. Well, hang in there. Egypt. Big, old, dusty. Like Oak County. Only bigger. Just my kind of holiday. Hey!
ain't having nothing but good fun. All shits and giggles, and then out of fucking nowhere... Boom, baby. Yeah, I know. Fuck just way to start. Well, better buckle up, partner, because that ain't nothing. Oh, guess we're not in Kansas anymore. Oh, must be snookered or something. Oh, fuck, man. Worst hangover ever. Oh. So, this is how you want to play it. Okay, then. Bring it on, you fuckers. Yeah, you might kill me, so what? Dudes like me don't stay dead for long. Ja, genau. Wie man schon sieht, spart das Spiel auch nicht an Obszönitäten. Ja, wir machen dann hier neues Spiel. Und dann landen wir hier erstmal im Tutorial. Und wir haben hier drei Waffen. Das ist das Standard-Loadout von dieser Charakterklasse, nenne ich das jetzt mal. Und ja, hier kriegen wir jetzt halt mitgeteilt. Hier kann man springen. Man kann im Übrigen auch, das kann ich vielleicht ja, ja, das sieht man jetzt hier sowieso, wenn ich an der Kante bin, dann klettert er automatisch noch hoch. Also die Controls sind schon sehr flüssig. Das hier sind quasi diese Geldteile. Da haben wir auch gesehen, 10 und 50. Das rote sind 10. Das hier sind 50. Das kann aber auch sein, dass sich das ändert. Wenn die Level höher gehen. Achso, hier wird gesagt, hier schießen. Genau, ein bisschen unintuitiv ist. Also man kann mit der linken Maustaste schießen, ja klar. Das sollte soweit intuitiv sein. Die rechte Maustaste ist allerdings für Spezialfähigkeiten. Es gibt keinen besonderen Schuss. Bei der Sniper Rifle ist es so, dass man länger die linke Maustaste drücken muss. Ich habe mit der rechten Maustaste jetzt hier mal eine Spezialfähigkeit benutzt. Und die bedeutet einfach nur, dass man, das ist eine Munitionskiste. Und die Munition zählt für alle Waffen. Ja, hier der sagt jetzt, mit R kann ich reloaden. Ja, das habe ich schon gemacht. So, das hier ist so ein Gegner. Achso, in einem Ladebildschirm wurde auch schon gesagt, Headshots kann man drauf verzichten. Die Mumien haben keine Hirne, die man treffen kann. Genau, hiermit kann ich die rechte Maustaste, der sagt mir jetzt, ich soll die rechte Maustaste drücken, damit kann ich schneller schießen als normal. Also das ist auch jede Klasse, besteht quasi aus ein paar Attributen, wie viel Schaden sie macht. Und das hier sind jetzt Lebenspunkte, die sind aber noch voll. Und, also jede Klasse besteht aus unterschiedlichen Attributen, unterschiedlichen Waffen-Loadout und einer unterschiedlichen Spezialfähigkeit. So, hier haben wir wieder Gegner. Und der Zufallselement, das Zufallselement in den Dungeons, die zufallsgeneriert sind, na gut, das ist auch ein Zufallselement, aber man wird sehen, die sind schon recht repetitiv, sind diese Schriftrollen, die man finden kann. Und die werden bestimmte Sachen modifizieren. Die guten Sachen sind teilweise schon sehr nett, aber dafür sind die schlechten Schriftrollen, die man findet, auch teilweise echt scheiße und können quasi den ganzen Run ruinieren, was ich persönlich nicht besonders gut finde. Ja, hier das beispielsweise ist eigentlich nur gut, finde ich. Weniger Max-Munition kann man mit leben. Aber es gibt beispielsweise auch eins, das beschränkt alles auf eine Waffe. Man hat nur noch eine Waffe, die man verwenden kann und dann ist man halt schon ein bisschen eingeschränkt. Oder die Karte wird anders dargestellt. Man sieht, kann jetzt links oben sehen, das ist, hier sind wir jetzt im Startraum. Also jetzt sind wir quasi direkt im richtigen Spiel, im ersten Run. Und wenn wir jetzt in den nächsten Raum gehen und hier kann man oben diesen Balken sehen, da kommen jetzt Gegner auf uns zu und die müssen wir alle umlegen. Und daraus besteht eigentlich das ganze Spiel. Also das ist echt super simpel. Aber macht eben auch Spaß. Das Gunplay ist ganz gut. Moment. So. Da ist jetzt aber die Suppe von denen. Ne, da, die können wir uns holen. Irgendwer muss noch leben. Ah, ja, und wenn man nicht schnell genug den Kram einsammelt. Achso, hier unten, das lebt noch.
Da können wir jetzt beispielsweise auch Dynamit hinwerfen. Oh, die sind rausgekommen. Und da haben alle gesprengt. Da macht es einmal dieses Bim-Lim und dann ist das Zeichen quasi, ja, das Level ist, der Abschnitt ist gesäubert und dann kann man weiter. Und damit kann man dann Raum für Raum machen. Und das ist im Grunde auch schon das ganze Spiel. Außer, dass es halt hier noch Bosse gibt und natürlich mehr Waffen und so weiter und so fort. So, der hat jetzt natürlich da oben seinen Kram verloren. So. Ja, sieht zwar ein bisschen knapp aus, aber wir können ja auch weit springen. So, irgendeiner ist noch da. Da hinten kommen wir nicht hin. Da. Blub, blub. Ist noch irgendwo einer. Jetzt haben wir natürlich auch... Ach so, man kann mit Shift springen, sprinten. Und damit dann entsprechend auch weiter springen und so. Was teilweise, finde ich, bei ganz kleinen Passagen etwas umständlich ist. Hier hat man noch ziemlich viel Platz zum Laufen. Aber das kann halt schon teilweise etwas nervig sein. Da sollten wir auch hinkommen. Ah! Gehen wir mal dahin. Jetzt haben wir natürlich hier keine Ammo mehr. Das heißt, wir sollten dem mit der Schrotflinte ins Gesicht schießen. Ja, das stelle ich mich aber auch besonders dumm an. Nein, das gibt's doch nicht. Ja, und damit sind wir dann auch... Ja, sehr guter Einstieg. Eine sehr gute Demonstration, wie man es nicht macht. Das Problem ist natürlich jetzt auch, kommt man hier nicht mehr raus quasi, bevor man nicht alle umgelegt hat. Und hier sind wir falsch. Wir müssen da hoch und hochspringen. Ja, keine Sorge, das hier ist eher der Ausnahmeraum auch. Ja, das war natürlich sehr, sehr schlecht. Achso, Falling Damage gibt's nicht, wie man sich hier vielleicht schon gedacht haben mag. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir wieder ein bisschen Hitpoints kommen, weil sonst sind wir ganz schnell im Eimer. Diese Stakes, die droppen, das sind halt die Hitpoints. Das hier war jetzt kein Gegnerraum, da oben ist nur eine Kiste, die man aufmachen kann. Und wenn wir Glück haben, sind da auch schon Hitpoints drin. Na, da waren keine drin. Wir haben... Okay, die habe ich auch noch nie gehabt. Ja, jetzt haben wir entsprechend die Waffe, die wir vorher hatten, die haben wir fallen lassen. Da unten ist sie. Die Schrotflinte. Jetzt weiß ich nicht, was die Energy Gloves machen. Aha. Mhm. Naja, vielleicht macht das Schaden. Probieren wir mal aus. Klar. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich mich hier nicht wie der letzte Gimp anstelle. Ah ja, das sind auf jeden Fall ziemlich fiese Gegner. Die machen, wenn die einen ordentlich treffen, dann ist schnell vorbei. Okay, das Problem mit den Gloves ist, dass die Projektile sehr langsam sind. Naja. Da ist eins runtergefallen. Ist jetzt nicht so, dass man wirklich alles mitnehmen müsste. Es ist halt, ne? Effizienz und so.
Ja, wie gesagt, das hier war dann schon einfacher. Ja, aber die Gloves gefallen mir nicht. Also ich glaube auch nicht, dass es hier so eine fixe Hierarchie gibt. Klar, einige Waffen sind besser als andere. Aber nur weil man jetzt eine neue Waffe gefunden hat, heißt es nicht, dass sie zwangsweise besser ist. Jetzt gehen wir wieder zurück und holen uns einfach die Schrotflinte wieder. Just like the one I have in Kansas. You are so fucked, Barman. So. Mhm, wir können auch einfach... Na, wobei, machen wir den Strang von Räumen hier weiter. Also dann nach oben. Oder ging's nach... Da? Ne, müssen wir nach oben. Ja, hier sind auch wieder diese Mistviecher. Autsch, aber das sind Endpoints. Und Ammo. Ah, okay. Da war noch ein bisschen Ammo drin. Ja, was ich noch erzählen wollte, ist, wie ich an das Spiel rangekommen bin. Weil, ja, eigentlich ist es ja, oh, nicht so meine Art von Spiel. Wobei Roguelike, dieser Aspekt der... reizt mich hier schon. Auch dieses Charakterausbau, aber gut, welcher Shooter hat das heutzutage nicht? Aber ich hatte das Spiel zunächst im Games-Podcast davon gehört. Also, auf ein Bier sagt dem einen... Naja, vielleicht sollte ich mal nachladen zwischendurch. Auf ein Bier sagt vielleicht dem einen oder anderen was mit André Peschke und Jochen Gebauer, wenn ich den Namen richtig im Kopf habe. Die hatten so einen Pilot-Podcast, wo sie über angespielte Spiele geredet haben, und da meinte der Peschke von wegen, ja, Immortal Redneck, ganz nett. Oh. Könnte ich mir vorstellen, das auch weiterzuspielen. Wieder keine Hitpoints. Und jetzt hört man den Herzschlag. Und ja, daraufhin habe ich mir es aber auch nicht gekauft, weil das Spiel ist tatsächlich recht teuer mit 20 Euro kostet das, wenn ich mich da nicht irre. Ich kann auch gerade fix nachschauen, wäre vielleicht nicht verkehrt. Ja, 20 Euro. Und aber kurz danach hatte es dann auch noch einen Giveaway bei RPG Watch zu Weihnachten gegeben. Und... Okay, die sind auch fies. Das da unten ist ein... fieser Möb. Hat leider wieder niemand Hitpoints fallen lassen. Ich hatte das dann im Giveaway. Da waren halt mehrere Spiele und dann konnte man sagen, welches man da mit es versuchen will. Und dann bin ich hier mit eingestiegen, sage ich mal. Und habe dann tatsächlich das Spiel dann auch gewonnen. Und dann habe ich auch noch gesehen, dass ein Kollege das auch noch recommended hat. Und schauen wir doch mal rein, dachte ich mir. Und das hier sind auch verdammt fiese Gegner. Dann wird das wahrscheinlich jetzt mein Ende sein. Erhöht die Reichweite, wie du Gegenstände aufhebst. Wieso?
Das ist noch der schlimmste Gegner hier gerade. Da oben sieht man den jetzt durch. Der hat halt einen Angriff, der quasi, wenn er einmal aufgeladen ist, fast instant ist. Der portet sich weg. Ah ja, okay. Hat leider auch nichts gedroppt. Naja, aber dieses Einsammeln auf Entfernung ist schon nett. Ja, hier haben wir das Ding gefunden. Wir können damit in die nächste Ebene. Wir werden aber dann nicht aufgeladen oder sowas. Von daher werde ich... Und die nächste Ebene wird schwerer. Also die Gegner erhalten dann einfach höhere Prozentwerte. Schaden und Hitpoints und was weiß ich. Deshalb bleibe ich jetzt erstmal weiter hier und gucke noch, dass ich mich hier irgendwie wieder... wieder hochkämpfe. Jetzt sollte ich mir vielleicht überlegen, ob das ein Raum ist, der mir zu blöd wird. Weil 32 Hitpoints ist nichts. Vielleicht sollte ich mir erstmal was sehr Triviales suchen. Oder was, wo es nur eine Kiste gibt. Ich glaube, das hier ist okay. Das war jedenfalls auch nicht gut. Nicht, weil das jetzt schwere Gegner waren, sondern weil ich mich blöd angestellt habe. ...22 HP. Die hier war... Na, wir haben doch noch 8. Naja, ist aber auch nix. Ah, okay, das sind die Kleinen, die da drin sind. Da können wir aber hiermit ganz gut hantieren. Yes. Und da waren ein paar Hitpoints drin. Jetzt sind wir zumindest nicht mehr so tot wie... Naja, wir sind immer noch genauso tot, als ich hier reingekommen bin. So, dann gehen wir hier rein. Ich glaube, das hier ist so ein Challenge-Ding. Erreiche die Kiste. Und bei denen finde ich, das Risk versus Reward die Ratio passt hier überhaupt nicht. Vielleicht, wenn man wirklich der Crack ist und das hier schafft, ohne zu sterben oder ohne extrem viel Schaden zu nehmen, dann könnte das vielleicht funktionieren. Aber jetzt für mich die Chance, also wir müssen da unten, und dann müssen wir da durch auf eine andere Seite und da wieder hochspringen, ohne getroffen zu werden. Oder in dem Fall halt überleben. Aber, und dann müssen wir den Weg noch zurück machen und das ist mir einfach viel zu schwer dafür, dass wir dann am Schluss eigentlich auch nicht viel bekommen. Das werden ein oder zwei Kisten mit Schriftrollen sein, das bringt es halt meiner Meinung nach nicht. Okay. Okay. Na, die sind einfach. Ah, wunderbar. Und da waren auch Hitpoints. Falsche Waffe für den, aber... Ah, und dadurch, dass wir das aus so einer wahnsinnigen Distanz ranziehen, haben wir da die Hitpoints auch gleich bekommen. Sehr schön. Ohne, dass wir darüber jumpen müssen. Da haben wir Feinde leiden Schaden, wenn sie dich treffen.
War hier nicht noch ein so ein Schädel oder hatte ich den? Ist weg. Der ist auch weg. Und da haben wir Hitpoints und Ammo. Und das ist auch der letzte. Ja, den einen Schädel, der da anfliegt, den hatte ich. Das ist, glaube ich, wie bei Doom, diese roten Feuerschädel, die dann auf einen zudüsen. All diese violetten Schädel, die hier rumfliegen. So, damit sehen wir doch wieder ganz gut aus. Dann haben wir hier noch eine Tür, wo wir rein können, auf der anderen Seite. Bisschen größer. Aha. Okay, die sind zwar auch fies, aber die verschwinden zumindest nicht. Diese Sarkophage, die spawnen, glaube ich, die kleinen Gegner. Einer noch. Ja, wo kommen wir da hoch? Vielleicht einfach hier hochspringen. Nee. Geht vielleicht, aber scheint mir nicht so gedacht. Nee. Ach, da in der Mitte ist so eine. Das Ding. Jo, sauber. Dann haben wir hier noch eine Tür. Die da meinte ich, wie bei Doom, diese roten Feuerschädeldinger. Und da mal wieder Hitpoints. Und hier ist irgendwo so ein Mörser-Typ, glaube ich. Und man kann hier halt auch Crits machen, da hinten. Falscher Plan. Okay. Auch Ammo. Und damit sind wir wieder mit vollen Hitpoints dabei. Mal laden. Frösche tun eigentlich nichts. Das ist halt nur Munitionskosten, sage ich mal. Der letzte, der hüpft da unten rum. Laufen wir mal gerade hier. Okay, passt. Okay, da oben kommen wir lang. Oh, der lebt noch. Man kann sich mit den Explosionen auch, glaube ich, selber exterminieren. Ich brauche aber gerade ein bisschen Ammo. Gut.
Und aus. Sauber. Ah, okay. Kann ich mehr einziehen. Ja, das ist schon sehr praktisch. Oh, den habe ich irgendwie nicht gesehen. Holen wir uns einen kleinen Schüssel. Ich ziele trotzdem immer gerne noch auf den Kopf, auch wenn es sinnlos ist. 9. Nur den gerade. Ammo, sehr gut. Hit Points. Ah, okay, wieder so ein Ding, wo die Kleinen rauskommen. Diesmal sind sie nicht direkt mitgesprengt worden. Sehr gut. Da geht's auch nochmal weiter. Au. Autsch. Oh, okay. Nee, da passend hinlaufen, können sie mich auch mit Springen erreichen. Sauber. Und hier haben wir nochmal einen zweiten Weg hoch. Gucken wir uns aber erst noch die verbleibenden Türen an. Da war noch eine. Oh. Ja, da gibt es immer noch so eine kleine Vorlaufzeit, bevor sie schießen. So, und die anderen sind unten. So, der jetzt einfach dann noch gestorben ist, weiß ich nicht. Ach so, weil er Schaden erlitten hat, weil er mich angegriffen hatte, weil wir das auch in der Schriftrolle hatten. Ja, umso besser. So, jetzt haben wir hier alle Räume abgeschlossen. Mhm. Und dann können wir auch in die nächste Ebene. Also eigentlich hätten wir das auch vorher schon gekonnt. Es kommt halt ein bisschen drauf an, wie man spielen möchte. Schlussendlich hat man halt durch die Schriftrollen ein bisschen Möglichkeit, den Charakter auszubauen, sage ich mal. Kann aber auch schwer nach hinten losgehen.
Wenn man halt seine Spielzeit optimieren will, dann wäre es natürlich sinnvoll, in die Level möglichst schnell zu beenden, weil man in den höheren Leveln auch mehr Geld bekommt. Also dann werden die Gegner schwerer, man bekommt halt mehr als Belohnung. Aber wenn ich jetzt halt das Ziel verfolge, und das hatte ich ja eingangs erwähnt, mit möglichst wenig Leben durch das ganze Spiel zu kommen, wäre das natürlich nicht so produktiv. So, zweiter Stock. Wir haben, also die Gegner haben mehr Lebensenergie und mehr Schaden. Und dafür bekommen wir mehr Geld. Fangen wir mal mit der südlichen Tür an. Wollen wir uns? Das ist so ein Rambock, den hatten wir bisher noch nicht. Okay. Andere Waffe gefunden. Die macht auch ordentlich Schaden. Das sind halt Messer, die man wirft, aber dafür muss man zu genau zielen und das sind halt wieder Projektile. Du kannst deine Gesundheit nicht sehen. Ah, genau, sowas meinte ich. Das ist halt dann schon tödlich. Dann ist auch nichts mit Aufladen oder so. Dann ist das jetzt alles auf gut Glück. Damit ist eigentlich der Run, glaube ich, auch schon mehr oder weniger beendet und versagt, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass ich das gescheit haushalten kann, ohne dass ich das sehe. Dafür stelle ich mich zu blöd an. Weil natürlich versuche ich so oder so nicht getroffen zu werden. Und immerhin pulsiert ja das, oder hört man das Herz klopfen, wenn es knapp wird. Da kommen noch mehr. Einfach in Bewegung bleiben. Ja, dieses Einsammeln ist super. Okay. Nächste. Ja, die sind fies. Also sind verhältnismäßig vorhersehbar. Die laufen auf einen zu und haben eine extrem langsame Drehgeschwindigkeit. Da oben müssen wir hin. Da sind wieder diese bescheuerten Gegner. Die mag ich nicht. Da hat man das gerade gesehen, was sie machen. Und das trifft eigentlich ziemlich zuverlässig. Und dann teleportieren sie sich weg beim ersten Treffer. Aua. Okay, den hier kriegen wir zumindest schnell. Okay. Ja, jetzt wäre es beispielsweise interessant zu sehen, wie viele Hitpoints ich noch habe.
Ich weiß nicht, ob es irgendwas gibt, was den Effekt wieder negiert von so einer Schriftrolle. Ja, das war die Seite. Dann gehen wir an die nächste Seite. Das war aber jetzt alles oben. Nehmen wir den. 7, 12, okay. Ah, okay, ja, die kommen von unten hoch. Na, leider keine Hitpoints fallen lassen. Ja, und da wird's gerade tödlich. Ich glaube, ich habe zwischendurch was eingesammelt, was sie da Hitpoints gebracht hat. Ah, und da ist der Happer Happer. Wunderbar. Okay, das waren noch die beiden Räume. Dann gehen wir mal ins nächste. Okay, das hier ist auch nicht nett. Und da haben wir auch schon wieder das Herzklopfen. Ja, da könnten wir zwar hin, aber das lohnt nicht. Ich gehe darüber. Okay. Okay, da kommen. Ah, da kommen Stacheln aus dem Boden. Ja. Aber hört man am Sound auch, dass wir ziemlich im Eimer sind. Ja. Ah. Ja, und da bin ich in die Suppe gekommen. Jo, und das war der erste Run. Aber wie gesagt, da ist, gut, das bin ich natürlich jetzt auch teilweise selber schuld gewesen, klar. Wird man einfach nicht getroffen, dann ist es auch kein Problem mit dem Sterben. Aber da hat man eigentlich ganz gut gesehen, dass die Schriftrollen ziemlich bösartig sind. Da hätten wir jetzt Talentsbaum, genau, unser Talent ausbauen können. Jetzt wollte ich mal gucken. Genau, wir haben hier unser wirklich einen Talentbaum, der hier wächst. Also im Moment haben wir da noch gar nichts. Aber ich kann jetzt hier meinen Angriffswert erhöhen, indem ich das angesammelte Gold investiere. Und damit wächst dann hier auch der Baum langsam. Ja, man kann hier schön sehen, wie das dann groß wird.
Und damit hier kann man sich neue, ja, Gunst freischalten. Das sind neue Waffensets, mit denen man dann startet. Und ich werde mich aber jetzt, ich hatte vorher einfach mal das komplett ausgebaut und überall einen Punkt reingesteckt, was aber, glaube ich, ziemlich unsinnig ist. Ich glaube, es macht Sinn, hier die am Anfang, vor allem Dingen Verteidigung und Gesundheit, stark auszubauen. Das hier bringt ja halt auch sehr viel. Oder hier das, dass man mehr Hitpoints einsammeln kann. Was allerdings auch noch viel bringt, das ist das hier. Damit kriegen wir mehr Gold. Man muss das auch nicht, also man muss nicht das auf 2 haben, um das auf 2 zu machen. Man kann auch anders, das anders angehen. Das hier macht natürlich auch Sinn, dass wir direkt mehr Gold bekommen. Aber Crit-Chance erhöhen, ja, ist jetzt, finde ich, nicht so prall. Ja, irgendwo war aber auch noch ein Double-Jump drin. Da weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, der war dahinter. Der ist natürlich auch eine super Quality-of-Life-Verbesserung. Dann haben wir hier noch den Store. Da habe ich bisher nicht so den wahnsinnigen Sinn drin erkannt. Damit kann man halt, ich glaube, 500 Gold dann in so eine Schriftrolle setzen, wenn man dann beim nächsten Mal loslegt. Aber ich glaube, wenn man den erst, wenn man den unlocked hat, dann werden auch, kann man Medaillons finden. Also das sollte man vermutlich auch möglichst schnell machen. Also ich werde das jetzt auch mal freischalten, damit wir das hier haben und ich das auch zeigen kann. Und dann werde ich mal das hier noch freischalten, weil das macht halt auch Sinn, wenn man das möglichst früh hat. Allerdings, wenn man immer früh drauf geht, dann macht es natürlich auch wenig Sinn. Also dafür brauchen wir jetzt 512, dann würden wir 5% mehr Gold finden, aber das wird natürlich dann auch schnell teuer. So, dann bauen wir das hier noch aus. Und damit ist dann auch das Geld verbraucht. Wenn ich jetzt das nächste Ding starte, dann wird automatisch das restliche Gold abgezogen. Also das ist, sollte man halt hier immer dann entsprechend ausgeben. Jetzt haben wir hier schon einen schönen großen Talentbaum. Ist ja beim letzten Mal überhaupt nicht aufgefallen, dass der Baum dann wächst. Naja, hier haben wir jetzt jedenfalls den Händler. Wir können hier, ja, kaufen, dass das Dungeon wieder genauso aussieht, was den Vorteil hat, dass wir sofort zu den Lifts laufen könnten, aber da ist überhaupt kein Gold mehr. Die Gegner sind aber weiterhin da. Die droppen zwar auch Hitpoints, aber eben kein Gold. Das sind dann reine Runs, um möglichst schnell durchzukommen. Ja, gute Schriftrolle, wenn du die Pyramide betrittst. 156 ist nicht so viel. Eine Schriftrolle. Naja, eine gute Schriftrolle von 156 kann man vielleicht schon in Erwägung ziehen, aber haben wir jetzt kein Geld für. Kann natürlich auch sein, dass der Betrag steigt, weiß ich nicht. Dann werde ich hier auch erstmal einen Schnitt machen und dann werden wir beim nächsten Mal ja den zweiten Run machen. Und ich sollte auch, hiermit kann man dann die Geister wechseln, das kann ich vielleicht auch noch zeigen, wenn wir da jetzt was weit genug hätten. Ne, haben wir noch nicht. Gut, das zeige ich dann einfach beim nächsten Mal. Gut, also dann sage ich jetzt mal ciao und bis denne.